Mein Name ist Philipp Zippermeier. Ich möchte Sie herzlich zu diesem Tutorial, in dem es um die Logik und die Grundfunktionen des Programms Symptom & Sense geht, begrüßen. Symptom & Sense ist eine Software, die die Körpersprache in Umgangssprache übersetzt. Sie basiert auf 7000 Symptomenbedeutungen und einer Krankheitsgrammatik, das ist die Theorie, dass Krankheit Ausdruck innerer Widersprüchlichkeit ist. Die Entwicklung begann 2000 mit der Erstellung der Grunddaten, vor allem der Übersetzung der Symptome in Symptomenbedeutungen. Dies dauerte bis 2007. Danach folgte die Entwicklung der Sprachlogik und aus dieser heraus eine Nachbearbeitung der Symptomenbedeutungen. Dies dauerte bis 2014. Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie sich problemlos registrieren lassen und sofort mit der praktischen Umsetzung beginnen können. Nun zur Registrierung. Sie erfolgt auf der Startseite. Klicken Sie bitte auf Registrieren hier. Die Seite zur Erhebung Ihrer Login-Daten erscheint. Hier sind Vorname und Nachname einzutragen. Danach erfolgt das Geburtsdatum. Klicken Sie hier auf das Fenster Tag, erscheint eine Drop-Down-Liste. Im Beispielsfall fiel das Geburtsdatum auf einen Monatsersten. Also klicken Sie die 01 an. Sie ist danach blau unterlegt. Die 01 erscheint in der Datumszeile darüber. Sie können somit gleich auf das nächste Fenster Monat klicken. Hier gehen Sie in gleicher Weise wie beim Tageseintrag vor, indem Sie das passende Monat anklicken und danach zum Jahr weitergehen. Hier wurde 1958 als passendes Jahr ausgewählt und durch Anklicken eingetragen. Im nächsten Schritt tragen Sie bitte die Wohnadresse und Ihre E-Mail-Adresse ein. Nun folgt der Passworteintrag. Achtung! Das Passwort sollte minimal 6 und maximal 20 Buchstaben lang sein und muss mindestens einen Großbuchstaben und eine Zahl enthalten, zum Beispiel Symptom to Sense, wobei Symptom mit eben einem Großbuchstaben beginnt. Notieren Sie sich bitte Ihr Passwort und bewahren Sie es an einem sicheren und rasch und gleich zugänglichen Ort auf. Bevor Sie auf Registrieren klicken, müssen Sie den Geschäftsbedingungen zustimmen. Die Geschäftsbedingungen können Sie durch Anklicken von Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufrufen. Links unten erscheint danach eine PDF-Datei. Klicken Sie diese an. Die Vertragsbedingungen können nun gelesen werden. Um zum Login zurückzukehren, klicken Sie bitte auf das X des Karteiregisters, Symptom Sense AGBS. Die Vertragsbedingungen werden geschlossen, beziehungsweise wenn Sie diese nicht schließen wollen, klicken Sie auf das verdeckte Karteiregister SymptomSense.com. Vermeiden Sie hier das X, weil Sie sonst das Programm unfreiwillig schließen und wieder von vorn anfangen können. Wenn Sie sich registrieren lassen wollen, klicken Sie das Kästchen vor dem Satz "Ich bin mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden" an und danach klicken Sie Registrieren an. Bei erfolgreichem Login erscheint nachfolgende Seite "E-Mail-Adresse bestätigen". Der Satz lautet "Sie haben eine E-Mail erhalten. Bitte klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihre Adresse zu bestätigen." Das bedeutet, es sollte Sie innerhalb weniger Minuten ein E-Mail erreichen. In diesem E-Mail finden Sie einen Link,
und den klicken Sie an. Nach Bestätigung durch Anklicken befinden Sie sich auch schon im Programm. Sie können nun mit dem Testen beginnen. Wenn Sie das nächste Mal das Programm wieder aufrufen, erscheint auf der ersten Seite ein Band, in dem die noch verbleibende Laufzeit angezeigt ist. Hier im Beispielsfall sind es 14 Tage. Klicken Sie auf die kleine Büste rechts oben, erscheint Ihr Profil mit Auskünften über Ihren Status. Damit wissen Sie alles über die Schritte, die ein erfolgreiches Login garantieren. Wenn Sie Symptom and Sense als wertvolles Mittel begreifen, es ist gemessen an der Leistung, die einzigartig und konkurrenzlos ist, extrem günstig, sollten Sie sich rechtzeitig vor Ablauf der Testphase zu einem Jahresabo entschließen. Das Programm schaltet übrigens nach 30 Tagen ab, ohne dass Sie etwas tun müssen. Zum Abschluss sei noch auf das Einführungstutorial 2 verwiesen, bei dem ich eine Kurzeinführung in die Theorie und eine Kurzeinführung in die Bedienung und Funktionen des Programms machen werde.